Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns die neuen Charakteranpassungsmöglichkeiten der lichtgeschmiedeten Drenei an. Diese Anpassungsmöglichkeiten kommen mit dem Patch 9.1.5 und das ist momentan auf dem PTR. Und deswegen können wir uns das anschauen und ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal los. Ich werde das hier mal aus dem Weg machen, diesen Bug Reporter. Das Coole ist, wir sehen hier, wo es neue Dinge gibt. Das haben sie hier extra schön dazu geschrieben. Es gibt neue Hautfarben und die werden auch hier gehighlightet. Also früher gab es 3 Hautfarben, ja, und jetzt gibt es 7. Das ist einmal dieses Grün hier. Das sieht ganz cool aus. Oh, ne, was Dunkles. Hautfarben, sehr, sehr cool, mag ich. Ich meine, das ist auch das, was man von seinem Charakter am ehesten noch sieht, würde ich sagen. Von dem her sehr, sehr gut. Es gibt neue Frisuren. Früher gab es 7 und jetzt gibt es wohl 13. Leger. Oh, ein cooler Zopf hier. Dumpf. Dieser Dutt hier oben. Auch ganz nice. Asymmetrisch. Ach so, das ändert, sehe ich gerade, auch die Hörner direkt. Also nicht nur die Frisur, das ändert die Hörner und die Frisur. Asymmetrisch. Exarch. Das ist auch ganz nice. Widder. Und das ist cool mit den Hörnern hier. Hoher Knoten. Auch sehr schick. Und ihr habt es eben schon gesehen, es gibt jetzt auch Horndekorationen, aber das geht nur bei manchen Frisuren. Das kann man dann hier anklicken und dann seht ihr, dann kriegt man da noch schöne Dekorationen. Hier vorne auch nochmal. Und das ist nur bei manchen. Hier zum Beispiel. Auch ganz cool. Ist das auch bei den alten Frisuren? Ne, bei den alten wohl nicht. Also nur bei den neuen Frisuren habt ihr diese Horndekorationsmöglichkeit. Neue Haarfarben gibt es. Gibt es einige neue Haarfarben? Oh. Okay, das ist wohl hier noch nicht ganz fertig. Das soll wohl nicht grün sein, sondern dieses Beige. Oh, ups. Moment. So. Oh, das mag ich. Ich mag ja so helle weiße Haare. Nicht cool. Das sieht aus wie von den Nachtelfen, die neue Haarfarbe. Finde ich auch sehr schick. Nochmal was sehr helles, so ein Weiß mit so einem Pastell-lila Stich. Nochmal ganz krasses Pastell-Pink. Ja, und das war's. Also coole neue Haarfarben. Bärte gibt es auch einige neue. Edel. Geschweift. Koteletten. Ein Ring hier mit dem Ring im Bart. Klassisch. Schnauzbart. Ziegenbart. Und das war's. Sehr, sehr nice. Ich würde wahrscheinlich damit gehen. Vollbärte sind so mein Ding. Schmuckfarbe gibt es neue. Und da seht ihr, Moment, ich mache gerade mal eine Frisur mit Horndekoration an. Genau. Das ändert nämlich hier die ganze Dekoration von dem Schmuck, also die Horndekorationen und hier an den Tentakeln. Gibt es auch einige neue auf jeden Fall. Und hier gibt es. Okay. Ach ja, genau. Diese Schmuckfarbe, die ändert auch die Tätowierung. Das ist ein bisschen blöd. Ich hoffe, das ändern die noch. Man kann das hier nicht sehen. Also. Moment. Nehmen wir mal
das hier. Und jetzt seht ihr, dass jetzt wurde das hier auch geändert. Beziehungsweise es ist nicht die Tätowierung, es ist dieses Metall auf dem Körper, sag ich mal. Ja, jetzt ist das hier lila. Es ist so dieser dunkle Ton. Also ich hoffe, das ändern sie noch. Oder vielleicht sollten sie die Schmuckfarbe einfach hier hin tun. Dann kann man das besser einfach einstellen. Und dann gibt es noch die Schwanzlänge. Dann könnt ihr jetzt auch einen kurzen oder langen Schwanz nehmen. Kurz, lang. Yep. Und das waren die männlichen Drenai. Jetzt würde ich sagen, wir schauen uns noch die weiblichen an. Und hier gibt es, wie bei den männlichen Drenai, natürlich auch die Hautfarben. Das ist im Prinzip genau das gleiche wie bei den männlichen. Das hier ist ganz schick. Neue Frisuren gibt es. Ich glaube, das ist noch eine alte Frisur. Geläutert. Ah, okay, das ist die Glatze. Modisch. Das ist cool. Das sieht sehr, sehr schick aus. Und ihr seht hier auch direkt, die Hörner sind hier separat von der Frisur. Also ihr könnt die Hörner hier separat einstellen. Warum das bei den männlichen Drenai ist, weiß ich nicht. Wäre cool, wenn sie das da auch noch ändern würden. Auch sehr coole neue Frisur. Und hier habt ihr jetzt auch die Option für Haardekoration. Das funktioniert auch nur bei manchen Frisuren. Und das gibt dann hier noch so eine Kette dazu, sag ich mal. Geflochten, auch sehr schick. Kurz. Fee. Und das war's. Ich nehme mal diese hier. Diese hier finde ich mega cool. Neue Haarfarben. Die gleichen wie bei den männlichen Drenai. Nehme ich mal diese hier, die finde ich richtig schick. Und hier könnt ihr jetzt, wie gesagt, die Hörner separat einstellen bei den weiblichen Drenai. Da gibt es dann auch ein paar neue. Mit Einhorn abgebrochen, die andere Seite abgebrochen. Puh. Glatt. Und hier habt ihr auch wieder die Möglichkeit für Horndekoration. Also wenn wir jetzt diese hier nehmen, dann können wir hier... Ah, hier muss man... Ist noch nicht ganz übersetzt. Aber dann könnt ihr hier einfach auch wieder eine kleine Horndekoration mit einfügen. Tentakel können wir jetzt hier einstellen. Dünn oder dick. Also bei den weiblichen gibt es ein bisschen mehr als bei den männlichen, würde ich sagen. Ich nehme mal die dünnen. Rune, da hat sich nichts geändert. Das sieht man jetzt nicht so gut. Headdress. Also so ein Headpiece, so ein Kopfteil. Könnt ihr hier so eine Krone nehmen oder einen Runenstein. Ich ändere mal kurz die Frisur. So. Kann man schon einiges machen, also da kann man sich ziemlich viel Dekoration geben hier bei den weiblichen Drenai. Ohrringe, keine Ohrringe, Juwel und Shard, Kieferdekoration, auch neu bei den weiblichen Drenai, das ist quasi, ich sag mal, wie so Koteletten. Eine Halskette gibt es auch noch, also ihr könnt euch da richtig zuballern mit Schmuck und Dekorationen. Es gibt es nur eine Halskette und die Schmuckfarben könnt ihr natürlich auch wieder einstellen. Finde ich mega nice. Und das ändert dann natürlich auch hier wieder diese Verzierung auf dem Körper, wenn ihr hier die Schmuckfarbe ändert.
Das sollten sie echt, diese Schmuckfarbe sollten sie hier rübernehmen, damit man das alles besser sehen kann. Ja, Tätowierungen, da ist nichts neu. Ja, die sehen ja fast schon angezogen, obwohl sie nichts anhaben. Oh, Schwänze haben sie auf jeden Fall einige neue. Lang verziert, lang, mittel verziert, mittel, kurz verziert und wahrscheinlich kurz, genau. Also ihr habt mehrere Längen und ihr könnt noch eine Dekoration draufballern, falls ihr im oberen Teil noch nicht genug Dekoration habt. Aber gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Nur das hier, wie gesagt, sollten sie ändern, dass die Schmuckfarbe hier rüberkommt. Oder dass, wenn man die Schmuckfarbe ändert, dass dann die Klamotten einfach kurz ausgeblendet werden. Aber ja, das sind die lichtgeschmiedeten Drenai. Nächstes Mal schauen wir uns die hier die Nachtgeborenen an. Die haben nämlich auch einiges Neues bekommen. Wenn ihr das sehen wollt, dann lasst mir ein Abo da und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr das nicht. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Änderungen findet. Und dann bedanke ich mich jetzt fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und tschüssi.